Hallo, grüß euch. Jetzt muss ich euch einmal sagen, dass wir nicht alle gesund essen, sondern dass wir, wenn es schnell gehen muss, auch mal Fastfood essen. Und dazu mache ich halt einen Posner. Also so wie wir ihn halt essen. Ob das jetzt der Original-Posner ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe da bitte, lasst die Würstel nicht kochen, sondern das Wasser sieden und dann tut die Würstel rein, ihren Deckel drauf und die Herdplatten ausschalten und dann lasst sie einfach 10 Minuten ziehen. Dann habe ich das Weißbrot. Da tun wir auf wie Ketchup. Es geht wirklich schnell. Es muss auch mal sein. Man kann nicht immer gesund leben. Dann habe ich da bitte einen frischen Zwiebel. Wenn ihr keine frischen Zwiebel habt, dann müsst ihr ein bisschen in Butter glasig werden lassen. Weil sonst könnt ihr nicht so gut vertragen im Magen. Ich habe da ganz einen frischen Zwiebel und den kann man roh auch drauf tun. Ich mag den frischen Zwiebel einfach wahnsinnig gern. Ist ein bisschen teurer wie der andere, aber er schmeckt halt auch dementsprechend gut und den kann man wirklich gut vertragen und der brennt auch nicht und das ist einfach vom Geschmack super, super gut. Dann kommt auf die Curry. Ich hoffe, es sieht das aus. Curry mag ich viel. Das kann aber jeder machen, bitte wie er will. Gell? Das ist ein bisschen ein scharfer Curry. Aber das passt schon. Und jetzt kommen die Würstchen auf. Da mal die Teller raus. Die schneide ich dann in der Mitte aus, nicht? Und so ist mein Posner fertig. Ich glaube, das darf es auch mal sein, wenn es schnell gehen soll und es geht ratzfatz. 10 Minuten für die Würstchen und 2 Minuten zum Anrichten und das ist leider alles gewesen. Das war ein ganz ein kurzes Video, aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch einmal nicht, dass es meint, wir essen immer gesund. Wir essen das zwar relativ selten, vielleicht einmal im Monat. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Heute ist schönes Wetter, genießt es. Pfiat euch und bis zum nächsten Video.